Ja, hallo allerseits. Morgen werden die politischen Karten neu gemischt und da dachten wir uns, reden wir doch einfach mal über das Kartenmischen. Ich mische hier jetzt zum Beispiel gerade die Karten der tollen Rana George, die Linormand-Karten. Ja, wer bin ich denn überhaupt? Vielleicht sollte ich sagen, wir mischen die Karten heute. Wir, das sind mein Mann Rue, 50% der Mantiker. Und meine liebe technikaffine Würde ich Lockerin sagen, des wir Tages, mischen die Karten heute. Kirsten, die anderen 50% der Mantiker. Und sie hat ja heute schon ein bisschen versucht, mir den Wind aus den Vö aus den Vö also aus den Segeln zu nehmen, indem sie schon mit Karten irgendwie gemischt hat. Aber Kirsten, was haben wir denn heute für ein tolles Thema? Erzähl mal. Danke, lieber Schatz. Wir müssen die Einleitung, glaube ich, immer noch etwas besser proben. Ja, was ist heute unser Thema? Wir wollen über das Kartenmischen reden. Tatsächlich ist es so, dass sich da die Menschen tatsächlich darüber Gedanken machen, wie das Kartenlegen funktionieren soll. Dabei müsste man sich doch eigentlich denken, dass nichts einfacher ist als das. Aber da sich wirklich die Leute fragen, wie mische ich den Karten richtig? Haben wir uns gedacht, wir reden einmal kurz darüber und wir werden unterscheiden dazwischen A, wie man für sich selbst die Karten mischt und B, wie man die Karten mischt, wenn man für jemand anderen die Karten legt. Ja, ganz genau. Rui, möchtest du vielleicht was dazu sagen, wie du, wenn du mal die Muße hast, dir selbst die Karten zu legen, dir deine Karten mischt? Ja, wenn ich hergehe und mir überlege, weil das Thema gerade so unter den Fingernägeln brennt und ich unbedingt eine Antwort von den Tarotkarten oder von den Zigeunerkarten haben möchte, dann gehe ich her und mische die Karten, wie wir sie kennen. Ne? Wie es Kirsten schon gezeigt hat, wunderbar so. Jup, 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 jup. Wobei, hier haben wir ja es mit relativ großen Karten zu tun. Ne? Die Karten des Karl Rörick sind ja aufgrund seiner tollen Bilder, die er gemalt hat, relativ groß. Jetzt sollte man meinen, hurra, man nimmt dann einfach kleinere. Ja, auch da geht es noch, da kann man sie dann Querformat schon nehmen. Und wenn ich natürlich jetzt dieses Thema weiterspinne und mir sage, naja, ist ja ganz einfach, ich muss einfach nur möglichst kleine Karten nehmen, dann geht's. Achtung, je kleiner die Karten, umso schwieriger wird es, denn wenn man dann ganz kleine hat, kann es passieren, dass eine, die, ja, ich sehe schon, aus den Fingern huscht. So mache ich es, wenn ich für mich selbst die Karten mal mische oder wenn ein guter Freund mich anruft oder wenn eine Klientin, ein Klient mich anruft und sagt, ach Ruhe, sei doch so nett, beantworte mir doch die Frage. Man könnte auch sagen, ich habe da schon mal was vorbereitet, Roy. Das hast du ja ordentlich ausgepackt. Ja, es ist tatsächlich so, jetzt einfach nur mal, wir reden jetzt ja wirklich nur vom Mischen, dass sich kleine Karten leichter mischen lassen. Wenn ich größere Karten habe, wie zum Beispiel hier, nehme ich mal das Modern Witch Tarot, das hier gerade steht, dann nehme ich die Karten auch so. Stelle sie, das kann man jetzt gerade schlecht sehen, ich mache das mal so, stelle sie auf den Tisch und führe sie so ineinander. Na, das klappt jetzt gerade sehr gut mit diesen Karten. Auch so werden Karten gut gemischt. Eine andere Methode, die besonders zu empfehlen ist, wenn man mit... Ja, mischen, ihr ich mache seht mal wieder schon, mischen ist weg. eine tolle Geschichte, wenn man es kann, wenn man es beherrscht. Ne? Es gibt natürlich auch Momente, da geht das nicht so gut. Eine andere Methode, wie man Karten mischen kann, dazu schaut euch doch mal auf Tarotverband, auf der Facebook-Seite vom Tarotverband das Video, das ich mit Mary Kay Greer gemacht habe, an. Ist es, die Karten einfach, jetzt muss ich leider das nochmal demonstrieren hier auf dem Tisch, mal sehen, ob es diesmal klappt, indem ihr sie Genau. einfach ausfächert und so durcheinander wühlt.
Das kennen natürlich alle, denn so mischen eigentlich Kinder die Karten. Und das empfehle ich immer Klientinnen und Klienten, wenn die Karten relativ groß sind, und dann sage ich, legt doch euer eigenes Universum vor euch. Und dann habt ihr die Möglichkeit, da dann aus diesem wunderbaren Bilderteppich dann euch die Karten zu mischen, die dann vor euch liegen. Das sieht dann natürlich auch sehr schön aus, denn das Hintergrundmotiv der Röhriger, ich weiß, ich mache jetzt wieder Werbung, das sieht sehr, 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 ja, sehr univers aus. Und dann hat man da einen wunderschönen Bilderteppich von diesen blauen Karten. Genau. Manche Karten wie das Röhrig-Deck kann man dann natürlich erkennen, ob sie sich dabei umdrehen oder nicht. Mhm. Ne, hier bei dieser Karte könnte man das auch erkennen, was oben und was unten ist. Es gibt aber Decks, wo ein neutraler Hintergrund ist und genau wie da. Und wenn ihr mit umgedrehten Karten arbeiten wollt, macht es natürlich Sinn, sich dann ein Deck zu nehmen, das eben, wo man nicht sehen kann, wie die Karten vermischt werden. Ja, also das ist, wenn ich für mich persönlich mische. Und einhergehend mit der Frage, wie mische ich richtig, müssen wir vielleicht auch noch übers Auslegen reden. Denn ich glaube, mit dem Mischen an sich haben die Leute wahrscheinlich gar nicht so viele Schwierigkeiten, eher damit, ob man bestimmte Regeln beim Auslegen beachten muss. Also darf ich da noch mal kurz einhaken? Ja, natürlich, denn gerne. Wir haben bis jetzt immer nur darüber gesprochen, wie machen wir es denn, wenn wir alleine sind oder wenn wir, wenn uns jemand anruft oder wenn wir auf einem elektronischen Kanal unterwegs sind, wie wir es gerade tun. Aber was tun wir denn, wenn eine Klientin vor oder ein Klient vor uns sitzt? Mischst dann du die Karten oder gibst du die Karten? Ja, ich dachte, wir frühstücken jetzt erstmal ab, wie man es macht, wenn man es alleine ist. Also wie man danach die Karten auslegt. Das fände ich von der Struktur her ein bisschen besser. Dann haben wir das abgefrühstückt. Auch dies können wir tun. Genau. Und das andere dann danach. Also mischen ist, glaube ich, klar. Wenn wir dann aber die Karten auslegen, ich persönlich würde dann einfach die Karten, ich demonstriere das jetzt noch einmal, ich würde die Karten dann einfach ausfächern. Ja? Und ich ziehe dann immer mit der linken Hand die Karten, die ich brauche, wie auch immer. Ne? Ich habe jetzt keine Frage gestellt. Und dann drehe ich die Karten beim Auslegen direkt um. Schöne Karten gezogen. Ja. Mein Mann spielt falsches Spiel, würde ich sagen. Was Lena Morgenspertin. Ja. Nein, ich hatte ja gar keine Frage gestellt. Auf jeden Fall, so würde ich das ganz einfach tun. Ich hebe nicht ab, ich mache nicht noch ein neues Mischen oder irgendwelche anderen Rituale. Das ist alles, was ich tue, wenn ich es für mich selbst mache. Wie sieht es bei dir aus? Ja, nach dem Mischmodus halte ich die Karten in meiner linken Hand ungefähr so gefächert, na, wie man das so aus vielen Bildern kennt. Und dann ziehe ich mit der rechten Hand, einfach weil ich als Rechtshändler hier kreativer, ich habe da eine bessere Haptik mit und ich kriege das hier besser aus dem Stapel raus. Und ich habe viele Arten ausprobiert, mit darüber schweben lassen, mit den ersten fünf zu oberst aufgelegen sind, dass ich habe da viele Möglichkeiten ausprobiert, aber es kamen immer die richtigen Karten. Also denke ich mir, man kann hier nichts falsch machen. Da gibst du natürlich schon mal eine Antwort auf die Frage, gibt es ein richtig und falsch beim Kartenmischen, Kartenziehen? Und ich würde sagen, nein, es gibt kein richtig oder falsch. Jeder soll das machen, wie es am besten ist. Ich finde es ganz wichtig, wie Roja auch sagt, dass man experimentiert und irgendwann eine Mischweise findet, die einem besonders gut gefällt. Und bei der empfehle ich dann auch immer zu bleiben, weil ihr erinnert euch, wenn ihr schon ein paar von unseren Videos gesehen habt, ich halte Karten für kleine liebe Haustiere, die es gerne mit Tradition und immer gleicher Routine halten, dann arbeitet man mit ihnen besonders gut. Ja, genau so ist es. Ich ziehe übrigens mit links
weil ich das schwieriger finde, mit links zu ziehen und ich mich dadurch auf die Karten konzentrieren muss, nicht darüber nachdenke, wann der Abwasch gemacht werden muss. Deswegen mache ich das so. Das hat nichts mit vom Herzen oder sonst etwas zu tun bei mir, sondern einfach Fokus auf die Karten dadurch, dass ich etwas mache, was ich anstrengend finde. Raffiniert. Genau. Ja, Kirsten hat schon ein paar Mal angesprochen, diese Videos bringen wunderbar den Partner wieder mit einer neuen Nuance zum Vorschein. Genau. ja, und damit sind wir jetzt eigentlich schon bei der Frage, wie sieht es aus bei anderen? Die hast du ja gestellt. Ja. Würdest du sagen, du mischst Karten anders, wenn hier jemand gegenüber sitzt? Gar nicht. Ah, erzähl, was machst du? Gar nicht. Wenn Klienten mich besuchen oder ich das bei ihnen tue oder wir uns in Buchhandlungen treffen, dann dürfen Klienten immer selber mischen. Das hat für mich eine Tradition. Ich finde das in Ordnung. Das finde ich, das muss so sein, denn sie geben ihre Energie in die Karten rein. Mhm. Und darum darf bei mir, manchmal sind sie ganz erstaunt, dass sie jetzt auf einmal etwas arbeiten müssen. Ja, also sie dürfen etwas für ihr kleines Honorar, das sie dann am Ende des Tages am Tisch liegen lassen, auch etwas tun. Ja, ich habe das früher auch gemacht, habe dann aber festgestellt, gerade im Zuge der vielen Kurzberatungen, in der man ja dann wirklich wenig Zeit hat, dass die Leute sehr lange fürs Mischen brauchen. Und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr, sondern ich höre mir ihre Fragen an und während sie ihre Fragen stellen, mische ich die Karten. Mhm. Und dann fächere ich sie aus, wie ich das eben gezeigt habe, und lasse sie dann ihre Karten ziehen, sodass sie da auch noch dieses haptische Erlebnis haben. Das spart mir einfach Zeit. Alles klar. Nee, ich lasse die Leute dann auch die Karten selber ziehen. Mhm. Ganz klar. Aber mischen dürfen sie bei mir auch, egal ob das ganz ich eigentlich mir nur 3 Minuten pro Legung auf großen Events gebe oder ob das eine Stundenberatung ist. Also da habe ich ja immer mein gleiches Ritual. Der Klient, die Klientin darf mischen, darf dann auch ziehen, dann wird ausgelegt und dann wird beraten. Und hast du da eine spezielle Regel? Sagst du den Leuten, wie sie mischen sollen oder wie sie die Karten auslegen sollen? Nee, auch da darf der Klient mischen, wie er will. Oft kommt dann so der Hinweis, oh, ich kann ja gar nicht mischen und dann wirbeln die Karten wie der Croupier im Casino. Da gab es schon die spannendsten Dinge mit 3 Häuflein bilden und wieder aufeinanderlegen und dann nochmal, hast du nicht gesehen, ja. Also, habe ich schon sehr schöne Sachen gesehen und ich finde das ja persönlich sehr, sehr, sehr angenehm, denn das weist wieder darauf hin, dass wir zum Glück noch keine EU-Richtlinie haben zum Mischen von Tarot. Einer der Gründe, warum ich das nicht mehr gemacht habe, war, weil jemand anfing, wie beim Blackjack irgendwie die Karten für mich zu mischen. Und da waren mir meine Tarotkarten dann doch etwas schade. Ich habe immer wieder solche ganz, ganz tollen Klientinnen und Klienten von mir. Und da sage ich, so, und jetzt stoppen wir mal. Und wir haben zwar absolut keine Zeit, aber bring mir doch bei, wie du das gerade machst. Und dann hören die auch meistens damit auf. Ja, und in der Tat, wenn ihr die Gelegenheit habt und die Zeit habt, die Leute die Karten mischen zu lassen und dann auch auslegen zu lassen, ihr erfahrt ganz viel über diese Menschen alleine dadurch, wie sie ihre Karten mischen. Das soll jetzt nicht aufs Cold Reading hinauslaufen, aber der Charakter eines Menschen, der zeigt sich schon beim Kartenmischen, finde ich. Ja, da und auf das habe ich eigentlich noch nie gedacht. Aber für mich gehört das einfach dazu, dass mein Gegenüber die Karten selber mischen darf. Ja, tatsächlich. Ich habe schon öfter mal gedacht, man müsste ein Buch darüber schreiben, wie Menschen Karten ziehen aus seinem Stapel, weil das ist wirklich, jeder Mensch macht das komplett anders. Und das ist für mich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass es ist total egal, wie ihr eure Karten mischt oder zieht. Gibst du ihnen etwas vor, wie sie dann die Karte selbst ziehen sollen? Nee, auch da wieder lege ich ihnen die Karten ausgefächert vorhin und dann dürfen sie selber ziehen, wie sie wollen. Und auch da gibt es für mich keine,
keine Regeln, wie sie es tun müssen. Ich kann ja auch nicht kontrollieren, ob sie unterm Tisch die Füße überkreuzen oder ob die Gedanken überkreuzt sind. Bei den Händen würde ich es noch sehen. Aber für mich ist das völlig, da bin ich völlig offen. Das ist mir so, da bin ich gleichgültig. Da habe ich auch keine Meinung. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Entschuldige. Jeder sollte es tun, wie er das Gefühl hat, dass es für ihn richtig ist. Das ist nochmal ein guter Hinweis, dass vor dem Mischen man sich überlegen sollte, ob man sich da in irgendeiner Form rituell darauf einstimmen möchte. Über Kartenrituale haben wir in einem anderen Video geredet. Ja. Prinzipiell ist es sicher gut, gerade als Anfänger, sich in irgendeiner Form vorher zu erden und einzustimmen. Ich persönlich glaube nicht, dass die gekreuzten Beine in irgendeiner Weise dazu beitragen, dass ihr schlechtere Karten zieht. Aber vielleicht, wenn es euch hilft, macht das doch einfach. Es geht hier wirklich darum, das so zu machen, wie ihr euch wohlfühlt damit. Ich wollte gerade noch was sagen, aber ich sehe gerade, dass hier Christopher, der mal wieder zusieht, hallo Christopher, eine Frage gestellt hat, die interessant ist natürlich. Und zwar, wie wir es damit halten, wenn beim Mischen Karten herausfallen. Ja, hallo Christopher, danke für diese Frage. Ja, wenn Karten rausfallen, dann stecken wir es wieder rein und mischen weiter. Hat es für dich in irgendeiner Weise eine Bedeutung? Für mich überhaupt nicht. Also für mich die hat das Karte hat hat dann keinen Podestplatz oder wird auch nicht in das berühmte Schublädlein gesteckt und muss dann für 3 Runden aussetzen. Die Karte wird einfach wieder reingesteckt und es wird nochmal gewischt. Es wird einfach so lange gewischt, wie das Gegenüber will. Also für mich hat das auf jeden Fall eine Bedeutung. Ich schaue mir dann die Karte an, sage dann aber jetzt nicht unbedingt etwas dazu, sondern nimm das erstmal wahr. Und wenn die Karte dann zufällig auch nochmal wieder in der Legung auftaucht, halte ich das schon für besonders wichtig. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man die Karten mischt und auf einmal fallen mehrere Karten raus. Das ist für mich dann immer ein Zeichen, dass da auch eine sehr hohe Energie ist immer so ein blödes Wort, aber dass da ein sehr starker Wunsch ist, etwas zu erfahren, wenn ich die Karten lege. Und auch da würde ich mir die Karten kurz anschauen, aber auch nicht gleich sofort überbewerten. Aber im Zusammenhang dann mit der späteren Legung finde ich es oft interessant. Mhm. Früher habe ich es auch immer sehr spannend gefunden, die unterste Karte des Stapels mir anzusehen. Also ich habe dann die Karten gemischt, ne? Und jetzt hier sehe ich, unten liegt, was ist das denn überhaupt, der Sarg, ne? Und ich habe dann diesen Sarg gesehen und ihn einfach für mich im Gedächtnis behalten. Dann habe ich die Karten ausgefächert und habe dann, wenn ich die Legungen gesehen habe, mir überlegt, okay, was hat der Sarg damit zu tun als ein Thema? Das ist auch eine Sache, die gut funktionieren kann, oder? Ja, absolut. Wenn du das in dein Ritual, in deinen Ablauf mit einbaust, sicher, klar. Aber wie gesagt, für mich, ich habe mich da auf das originelle Kartenlegen einfach beschränkt und gesagt, ja, die ist einfach rausgefallen. Die hätte genauso gut alle runterfallen können und dann wären alle offen gewesen. Also da bleibe ich für mich offen. Ja. Außer der Klient will unbedingt, dass die Karte auf den Tisch gelegt wird, dann nehmen wir sie natürlich mit, aber grundsätzlich bleibt das für mich ein Bild von vielen in dem Moment noch. Das ist auch noch etwas, worüber man nachdenken kann, wo du gerade sagst, Karten auf den Tisch legen. Arbeitest du mit Signifikatoren? Wie meinst du das? Also es gibt ja Menschen, die, bevor sie eine Karte auslegen, sich einen Signifikator aussuchen. Das heißt zum Beispiel eine Hofkarte, die dem Tierkreiszeichen der Person entspricht, die vor einem sitzt. Oder in irgendeiner anderen Weise eine Karte, mit der man sich selbst identifiziert und sie dann als Fokuspunkt nimmt, bevor man die Karten auslegt. Das kommt darauf an, welches Legesystem ich nutze und ob im Legesystem es die Aufgabe ist, eine Karte zu wählen, statt sie zu ziehen. Ja, also ich arbeite gar nicht mit Signifikator, muss ich sagen. Aber ich finde das auch keine schlechte Idee. Ich arbeite nicht mit Signifikator, weil ich es schade finde, eine Karte zu verlieren für die Karten, die gezogen werden. Das
selbe Unbehagen habe ich irgendwie, wenn es darum geht, das ist ja auch noch eine Art und Weise, wie man Karten auslegen kann, wenn ich die Bilder betrachte und dann Karten bewusst auswähle. Ne? Da gibt es auch Legesysteme, ja, wo deine Aufgabe wo die Karten ist, wählen musst. Bewusst auszuwählen. Mache ich nicht gerne. Finde ich schwierig, aber du wendest es zum Beispiel bei dem psychologischen Tarot an, was du bei Lilo Schwarz gelernt hast, oder? Ja. Dort wird es bei einigen Legungen angewandt und ich persönlich finde es unheimlich schwer, von 78 Bildern mich dann auf eins runter. Meistens habe ich dann 5, die in die letzte Runde kommen und dann muss ich mich von den 5 noch von 4 verabschieden. Das ist für mich immer also tut mir immer das Herz weh, wenn ich mich dann für einen entscheiden muss. Und von daher gesehen ist das ein sehr schwerer Prozess und ich kenne auch relativ wenig Kolleginnen, Kollegen, die mit ausgewählten Karten arbeiten. Mhm. Ja, es gibt ein paar, die das tun. Ich kann ja mal kurz hier runterspringen. Es gibt ein Buch, in dem es dazu ein paar Anleitungen gibt. Das ist auch eins, das wir öfter mal in unserer Legepraxis benutzen. Na, das ist vielleicht vergriffen inzwischen. Ich sehe, es ist gerade wieder spiegelverkehrt. Die Tarot-Legepraxis, das große Buch der Tarot-Legepraxis. Lese ich das richtig? Ja, das Tarot-Legemuster. Von Johannes Fiebig und Evelyn Bürger. Das kann man dazu empfehlen, wenn ihr was über offene Karten machen wollt, weil ich glaube, das sind die beiden, die hauptsächlich diese Methode in Deutschland anwenden. Ne? Ja. Wobei Lilo Schwarz das sehr, sehr extrem auch in ihren Kursen weitergegeben hat. Ja, ich suche gerade, ob ich das Buch von Lilo Schwarz habe, was auch ein gutes Legemusterbuch ist. Das ist schon wieder ein anderes Thema, die Legemuster. Können wir auch nochmal ja, drüber machen. Das alte Cover genommen. Es gibt da bereits dieses ist vergriffen. Deswegen habe ich die Titel durcheinander gebracht. Genau, so. Das jetzt. Große Tarot-Praxis. Ja. Das ist das im Moment aktuelle. Genau. Also das sind Bücher, wo sicher auch nochmal was übers Mischen vermittelt wird. Hm. Prinzipiell denke ich, die Essenz des Ganzen ist es, wir stellen fest, bei Rui geht es etwas lockerer zu, wenn er mit Leuten die Karten legt. Er überlässt da quasi seinen Kunden oder Klienten die Führung. Ich hingegen habe da eigentlich klare Vorgaben. Ich verlange auch, dass die Leute in einer bestimmten Art und Weise die Karten ziehen, nämlich genauso wie ich das auch will, für mich mit der linken Hand auf den Haufen legen, nicht umdrehen. Eine Sache, die ich immer noch sehr wichtig finde für mich persönlich, wenn ich dann die Karten auslege als Bild, lege ich sofort alle Bilder nach oben. Es gibt ja auch Menschen, die die Bilder verdeckt lassen und immer nur eine Karte nach der nächsten drehen. Für mich funktioniert das gar nicht, weil ich brauche immer alle Bilder in der Zusammenschau, um mich zu äußern. Und ich habe auch nicht gerne irgendwelche Überraschungen, sondern ich habe gerne mein ganzes Bild da, damit ich mich nicht um Kopf und Kragen rede. Wie siehst du das? Spannend. Auch hier überlasse ich es wieder meinen Klientinnen und Klienten. Sie dürfen da selber entscheiden, ob sie nur eine Karte sehen wollen und dann die Spannung zu steigern. Und wenn man dieses Thema anschneidet, dann wollen sofort alle alles sehen. Wenn es andersrum geht, mache ich das auch. Also da bin ich völlig offen. Aber ich bin völlig bei dir. Es ist schwerer, wenn man wie bei der Jahreslegung 13 Karten hat und man muss eine umdrehen und dann über den Monat irgendetwas Schlaues erzählen, das sich auf das Bild auch bezieht. Das ist sehr, sehr für den Berater anstrengend. Und ich denke, das ist nochmal eine Klasse rauf, aber ich glaube, das haben wir. Auch das können wir schlussendlich machen, auch wenn wir es nicht gerne tun. Ja, also ich denke, das ist eigentlich alles, was man zu diesem Thema erstmal wissen müsste, oder? Hast du noch? Ja, wie machst du es am Schluss, wenn dann alles gesagt ist zu einer Beratung? Du meinst, wie ich die Karten wieder einsammle? Ja, oder gibt es da am Schluss noch was bei dir? Also am Ende lasse ich die Leute immer ein Foto machen. Es sei denn, dass sie das nicht können, dann mache ich das Foto gerne für sie.
Bei mir ist es auch immer so, dass ich die Beratungen immer aufnehme. Ich habe damit gar keine Probleme. Wenn jemand die Beratung aufnehmen möchte, kann er das gerne tun. Und das ist eigentlich dann der Abschluss. Ich lasse die Karten oft noch liegen. Wenn ich sie einräume, dann räume ich sie halt zusammen. Und ansonsten reinige ich sie natürlich auch zwischendurch. Auch dazu haben wir ein Video schon gemacht. Mein Gott, wir haben schon wahnsinnig viele Videos gemacht. So würde ich vorgehen. Und du? Also ich lasse auch wieder entscheiden, ob man ein Bild machen will oder ob man während der Beratung schon mitgeschrieben hat oder eben eine Aufnahme gelaufen ist. Das ist immer, aber je länger wir das jetzt mit diesen ganz neuen Medien und mit diesen Mobiles machen, möchten auch die meisten ganz gerne ein Bild davon haben. Denn das bringt ihnen dann immer wieder Erinnerungen zurück. Mhm. Und so mache ich es auch, wie du es gerade erzählt hast. Mit eben Bildern am Schluss zu machen und dann die Karten wieder zurück in ihr Kapäuschen und eben meist auch danach. In die warme Stube. In die gute Stube. Ja, haben wir noch etwas dazu zu sagen? Ja, dann warten wir auf die nächste Beratung und aufs nächste Mischen. Genau. Also ihr seht, es gibt ganz viele Formen des Mischens, des Abhebens, das haben wir kurz am Rande gestreift. Und macht euch das so, wie ihr das gerne machen möchtet. Probiert aus, was euch am besten liegt. Und habt keine Angst, dass ihr irgendwas falsch machen könnt dabei. Tarotkarten legen hat natürlich immer mit Tradition zu tun. Aber es ist auch total wichtig, dass ihr eure eigene Kreativität, eure eigene Persönlichkeit in eure Rituale bringt. Und das macht ihr am besten, indem ihr nicht streng nach Lehrbuch immer arbeitet. Ja, entwickelt euren eigenen Stil dabei. Ja, und am Freitag werden wir wieder online sein. Da haben wir uns ein schwieriges Thema vorgenommen. Für uns auch schwierig, weil es ist ein Thema auch, was mit Ethik zu tun hat. Und ich bin gespannt, wie mein Mann dieses schwierige Thema bewältigt. Und zwar wollen wir darüber reden, wie es ist, über dritte Personen anhand der Karten Aussagen zu machen. Ist das legitim? Darf man das? Wie weit darf man so etwas? Darf man es überhaupt? Oder ist das überhaupt gar kein Problem? Darüber wollen wir dann beim nächsten Mal diskutieren. Und ja, das wird sicher wieder ein bisschen eine edgy Diskussion. Ja, ich freue mich schon. Auf die ihr euch am Freitag freuen könnt. Wie immer um 17 Uhr. Und ja. Hast du noch irgendwas Kluges zu sagen, mein Lieber? Ja, ich möchte mich bedanken bei allen, die zugesehen haben oder noch zusehen werden. Danke für die Fragen und never give up. Ja, never give up ist gerade jetzt ein besonders gutes Motto, weil wir irgendwie so ein bisschen Endspurt-Feeling haben, jedenfalls hier in Hamburg. Ich hoffe, dass wir nicht mehr auf ewig dazu verdammt sind, zu Hause zu sitzen. Ja, das bedeutet dann aber nicht, dass wir diese Live-Videos einstellen werden, denn wir haben inzwischen großen Spaß daran und werden das garantiert weitermachen. Also bleibt uns treu, erzählt von uns, kommentiert, liked uns und wir werden immer mehr Gas geben. Mit diesen klugen Worten verabschiede ich mich mit heute. Ja. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich am Freitag. Ja, bis dann. Verabschiede mich auch und wünsche euch noch eine tolle Woche. Tschüss. Tschüss.